Pharmaunternehmen Pfizer und BioNTech wollten im Juni von der EU für eine Dosis Impfstoff 54,80 €, das berichten NDR, WDR und SZ. Den Berichten zufolge ging im Juni des vergangenen Jahres bei der EU-Kommission ein streng vertrauliches Angebot ein, das bei einer Abnahme von 500 Millionen Dosen diesen. Die Verhandlungen mit der EU hat Pfizer geführt. Zu diesem Preis wäre der BioNTech-Impfstoff mehr als 20 Mal so teuer gewesen wie eine Dosis jenes Impfstoffs, den AstraZeneca gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat. Heißt es, allerdings hatte der britisch-schwedische Pharmakonzern zugesichert, seinen Corona-Impfstoff zum Selbstkostenpreis abzugeben, damit also keinen Gewinn mehr. Im November kam die EU zu einem Vertragsabschluss mit Pfizer und BioNTech. Der endgültige Preis soll bei rund 16 € pro Dosis gelegen haben, also mehr als dreimal niedriger als das Einstiegsangebot. Allerdings hat der endgültige Preis nach Spiegel-Informationen schon im Juli festgestanden. Die Preisfindung kann bei der Verzögerung der Verhandlung also keine Rolle spielen. Mehr zum Thema zaghafte Corona-Strategie, Europas fataler Geiz. Ein Kommentar von Stefan Kaiser Eiken, Spiegel Plus Eiken, Spiegel Plus Kampf um den Corona-Impfstoff. Das Planungsdesaster Ökonomen schlugen Preis von je 100 Dollar vor. Die EU liegt mit den Impfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie im weltweiten Vergleich. In den USA, Israel oder auch beim EU-Aussteiger Großbritannien sind schon deutlich größere Teile der Bevölkerung mit Impfstoffen behandelt worden, auch weil diese Länder sich rechtzeitig mit genügend Lieferungen der Hersteller wie BioNTech, Pfizer, Moderna oder AstraZeneca eingedeckt haben. Die Kritik an der Impfstoffbeschaffung in Brüssel ist in den vergangenen Wochen entsprechend groß geworden. BioNTech-Chef Uğur Şahin kritisierte Anfang des Jahres in einem Interview mit dem Spiegel die Verhandlungen mit der EU. Der Prozess in Europa lief sicherlich nicht so schnell und geradlinig ab wie mit anderen Ländern, sagte der. Offenbar herrschte der Eindruck, wir kriegen genug, es wird alles nicht so schlimm, und wir haben das unter Kontrolle. Mich hat das gewundert. Eiken, Spiegel empfohlener redaktioneller Inhalt. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Auch die Frage der nicht ausreichenden Produktionsstätten wird heftig diskutiert. Um die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen voranzutreiben, schlug bereits im Mai vergangenen Jahres eine Gruppe von Ökonomen um den Nobelpreisträger Michael Kremer vor, dass die US-Regierung sich verpflichten sollte, die ersten 300 Millionen Dosen an Impfstoffen zum Preis von je 100 Dollar zu kaufen. Die hohe Summe sollte den Unternehmen die nötigen finanziellen Anreize geben, die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen möglichst schnell voranzutreiben. Clemens Fürst, Präsident des Münchner IFO-Instituts, sagte der FAZ im Januar, dass die EU-Beschaffungsstrategie krachend gescheitert sei, weil der Lieferplan zu unverbindlich sei und marktbasierte Anreize. Schnelles Hochfahren der Produktion kostet Unternehmen viel Geld, dafür müssten sie entschädigt werden, am besten durch gestaffelte Prämien, die man nach und nach senkt.